Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Armen auf Pelzig. Ich Ja, kümmere mich drum. da können wir noch nicht rein, die Ja, Räumlichkeiten. Und ist schon geschehen. in der Sag mir, was letzten zu tun ist. Episode haben wir Joach Ich hier bin dabei. zwei neue Gruppenmitglieder gekriegt. Minz und Yahera sind weg zugunsten von Korgan und Anomen. Und ich muss mich auch nochmal korrigieren an der Stelle. Baldur's Gate 2 Ich ist werde ihn gleich tatsächlich mal nicht fragen. Ende 90er Jahre, sondern Baldur's Gate 2 ist tatsächlich 2000 erschienen. Ihr kommt es aber immer vor. So, das haben wir jetzt auf Ammo gekillt. 43 Macht's kurz. Schadenspunkte. Und später schlitze ich euch den Bauch auf. Ja, ihr seht, wir reisen in bester Ich warte, Gesellschaft. wenn es denn sein muss. So, dann nehmen wir auch an uns. Der schneeweiße Pelz des Winterwolfs ist weich und edel. Er wird zu den unterschiedlichsten Kleidungsstücken verarbeitet, angefangen von den einfachen Westen der Barbaren im Norden Utgards bis hin zu den eleganten Wintersohlen, die von den Edelfrauen an der gesamten Schwertküste getragen werden. Aller Hopp, jetzt haben wir also was sehr, sehr Edles bei uns. Moment, ich merke gerade, ich kann das bestimmt auch noch weiter an Anomen reichen, oder? Ah ja, okay, bissel was. Bissel was geht. So, dann kann der das mal aufbewahren, finde ich. Unseren Hauptcharakter würde ich ungern vollmüllen jetzt mit Zeug. Gute Idee, das Und mir er zu stimmt mir auch übertragen. zu. So, dann gehen wir nämlich dort hier. Ja. Und versuchen das Ganze Schon der nochmal. Rede wert. Ich mache jetzt hier nochmal einen Quick-Save an der Stelle. So. Und versuche dich wieder zu verstecken. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Sehr schön. Weil du ist nämlich der Kasper, der den Schlüssel hat. Und der hat hier die Tabitha noch mit dabei, sein getreues Tier. Und jetzt schnetzel ihn. Hab hoffentlich. Jawohl. 29 Schadenspunkte habe ich gemacht. Oh. Ja, jetzt überspringen wir den Dialog, wo er sagt, euch mache ich fertig und so Sag weiter und so mir, was zu fort. tun ist. Und Ich jetzt machen hoffe, wir du erstmal springst seine gleich. getreue Tabitha fertig. Das sind einfach nur mutierte Kreischlinge, die sind nicht besonders stark. My Tabitha, loyal bis zum Ende. Ich werde euren Tod rächen, das schwöre ich. Da kommt schon die nächste Bestie reingerannt. Das ist ein Halbelf, der Kerl. Und wahrscheinlich ein Ich warte. Waldläufer. Ich kümmere Und mich die drum. Tabitha war wahrscheinlich sein Tierbegleiter. Ich höre mit Ja, Nomen, dann Höchstgeschwindigkeit schlag auch auf. zu. Bleib doch mal stehen. So, ich mache da ein bisschen Platz. Was wollt ihr? Bleib doch Gut, mal stehen. Korgan hat den platt gemacht. Und jetzt voll auf den Grizzly Bear. Eieieiei, da geht aber echt die Luzi ab hier. Bin Heidewitzka. dabei. Nicht schlecht, der hat einiges gutes Zeug anscheinend bei sich. Ein Plattepanzer, das kann er tragen. Dann Stein zu Fleisch, das ist unverkehrt. Ein Iol als Edelstein. Hier haben wir noch Schlüssel des Tiermeisters. Der Schlüssel des Tiermeisters sollte eigentlich die Zellen der Gladiatoren öffnen. 87 Goldmünze hat er noch und da ist noch was zu identifizieren. Bogen der Tuigan plus 1. Die Tuigan sind ein Nomadenvolk, das über ganz Faerûn verstreut ist und über die Steppen des Kontinents zieht. Alle Mitglieder dieses Nomadenvolks haben jedoch die gleichen Vorfahren. Die Bögen, die sie herstellen, sind auf ihre agilen Krieger zugeschnitten. Der Herstellungsprozess ist ein gut behütetes Geheimnis, aber jeder kennt die Vorteile eines Tuigan-Bogens. Jeder der Bögen verschießt mehr Pfeile in der gleichen Zeit als ein vergleichbarer Bogen anderer Fertigung. Jo, da kriegen wir jetzt 3 Schüsse pro Runde, das ist sehr, sehr praktisch. Schaden ist plus 1 und die ETB 0 um 1 verringert. Können wir unseren rotzigen, stinknormale Kurzbogen dafür dann sauselosse, die Sache. Sonst schaut er nur noch eine stinknormale Speer dabei und ein paar Pfeile, das ist Quark, das können wir doch reinpacken. Korgan hat nichts weiter von Interesse. Dann schnetzeln wir noch Keine Antwort. die andere Tiere noch ab, so lädt mir das auch Dude. Da ist der nächste Bär. Sagt mir, was zu tun ist. Ja, Korgan ist ganz, ganz reizend. Okay. Ja, der hat immer noch den Grafikfehler. Ich nehme an, wenn ich es beim nächsten Mal hochlade, wird er schon wieder weggehen. Okay, hier machen wir jetzt noch die Zauber. Das habe ich in der letzten Episode total verschnarcht. Zwei Mo Segen wäre nicht schlecht, weil der Segen gibt nochmal auf Trefferwürfe was. Vor allem gegen Furcht. Das ist recht praktisch. Geisterhammer ist Quark. Machen wir lieber nochmal Gift verlangsamen rein. Die Stärkung kann auf jeden Fall rein. Und der Gesang sollte erstmal auch noch rein, bis wir die Vikonia kriegen. Das ist soweit in Ordnung. Da möchte ich nur nochmal
die mittelschwere Wunden heilen und ich möchte Krankheit heilen, auf jeden Fall dabei haben. Und hier machen wir einen Schutz vor Lebenskraftentzug und die geringere Genesung, falls wir wirklich mal Stufe verlieren sollten. Und da machen wir Tote erwecken auf jeden Fall rein. Kritische Wunden heilen lassen wir jetzt erstmal sein und machen die Massenheilung rein. Weil das gibt jedem ein bisschen Heilung. Ich bin unter Gerechten. Hä? Ja, du bist unter Gerechten, genau. Gut bezahlt. Was haben wir hier noch drin? Einen Minotaurus und einen Leopard. Ich warte. Zack. Erst auf den Leopard und jetzt den Minotaurus. Das wird wahrscheinlich ihr Star-Kämpfer gewesen sein. 3000 Erfahrungspunkte gibt er. Aber stinkt nochmal die Streitaxt, hat er nur. Aller Hopf. Dann gehen wir da hoch und wir benennen uns nicht allzu sympathisch. Eventuell kriegen wir dann den Rufpunkt nicht. Genau. Weil ich glaube, für die ganze Aufgabe kriegt man sowieso einen Rufpunkt. So, jetzt. Hoppla. Lassen wir uns erstmal die Kinder frei. Ihr seid nicht von hier, das wüsste ich nämlich. Oh, danke, werter Herr. Ich danke euch so sehr, dass ihr mich hier rauslost. Ich habe so Angst gehabt. Ich komme hier raus. Gibt nämlich 8500 Erfahrungspunkte, wenn man mit den Kiddos noch spricht. Aber gibt keinen Rufpunkt. Ich darf nicht mit Fremden reden. Wer seid denn ihr? Ihr kommt doch nicht um mir weh zu tun, oder? Sei nicht albern, Mädel. Du bist frei, also beweg dich. Oh, oh. Ich bin frei, danke, werter Herr, danke. Immerhin, 2500 Erfahrungspunkte wieder, aber die höflichste sind wir definitiv nicht. So, jetzt machen wir hier auf. Ihr habt den Schlüssel, den Göttern sei Dank. Und ach, sei Dank für alles, was ihr da habt. Wir sind frei, meine Brüder. Geht nun und befreit die Frau. Hendak wird das Herz unseres sogenannten Eigentümers mit seinem Schwert durchbohren, auf das er uns nie mehr belästigt. Geht und genießt eure Freiheit. Den Göttern sei Dank. Wir sind frei. Endlich frei. Nochmals Dank, meine Freunde. Und nun zu diesem Schurken Letina. Hab schon, der sagt das nicht. Unterstützt mich, wenn ihr wollt. Ansonsten seht zu, wie Hendaks Rache vollendet wird. Ja, gern. Lauft, lauft um euer Leben. Die Sklaven sind entkommen. Ah, rennt um euer Leben. Sie werden uns sicher töten. Zu Recht, du Scheißkerl. Also jetzt mal ganz ohne Witz wirklich zu Recht in dem Fall. Ich werde unbemerkt zuschlagen. So, jetzt gehen wir mal durch hier. Los! Ich hab schon wegen weniger getötet. Reizend. Elender Bastard von einem Sklavehalter. Das Blut von meiner Familie klebt noch an eure Hände. Gott, dann haben wir auf Ex geschnetzelt. Jetzt gucken wir mal, ob man das bei dem anderen Kerl mit Achi kriegen. Der hat ja passend noch einen Blutsteinring, der Sklavehalter, beziehungsweise der Sklavejäger. Das nennen sie Zivilisation, verdammte, verfluchte Menschen. Ja, Korgan ist anscheinend nicht so zufrieden mit der Stadt. Das ist nämlich sein Kommentar zur Stadt. So, und jetzt der hier. Gib ihm. Jo, sehr schön. 33 Schadenspunkte und 1000 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Also es hat definitiv seine Vorteile, für einzelne Gegner einen Meuchelmörder dabei zu haben. Oder generell einen rein geskillten Dieb. Gut, dann geht wieder unser Dieb voraus. Macht's kurz. Zumindest bin ich kein Heuchler. Anomen. Der Teufel macht sein Nest aus schwarzen Zweigen in jedem Herz. Niemand ist so heilig, wie ihr sagt. Sehr, sehr geil, jetzt fangen die schon mit Gruppeinteraktion an. Ha, dein moralischer Kreuzzug steht auf tönerne Füße, Paladin. Der Lüge werden die Sachen nicht, ach nicht zum Allstatt zerhindern. So wie ich wärst in der Hölle enden, nur froh von der Zeit. Ketzerei ist das Bellen des Teufels, Zwerg. Ich diene nur meinem Herrn. Ein Ruf hat nichts mit eurem Charakter zu tun, Priester. Schwafelt nur Lüge, wenn ihr sie nötig habt, Kleriker. Ich kann eure Geschichte aus den Gesichtern von der Tote lesen und es wurde noch nicht alles niedergeschrieben. Mein Gott, hat ein Gesicht und ein Name Ketzer. Das ermöglicht mir, sein großartiges Artlitz in die Seele von der entgleisten Ungläubige zu schnitzen. Oh, reizend. Ja, ich warte. Ich folge euren Befehlen. Im Moment. So, er macht Demo platt.
Gott, den haben wir gekillt. Du hilfst denn jetzt wohl? Was wollt ihr? Und später nee. Schlitze ich euch den Bauch auf. Ja, das passt zu dir, Korgan, eindeutig. Ja, mein Abdel Adrian hilft denn mit zwei Jungs. Der Anomen hat seiner schon gekillt. Und hier gibt's nämlich auch noch so einer. Zack, den machst du, Korgan. Gott. Jetzt gucken wir uns die Nummer an. Der hat noch ein Halskett. Der hat das Silberkett nochmal. Und der hat was. Und was das für arme Schwein ist, keine Ahnung. So. Gerade mal gucken. Das zeige ich. Moment, sag jetzt aber nicht, das war. Sag jetzt nicht, das war die, die wir brauchen später noch für die Quest. Warten wir mal. Wächter der Kupferkrone, Wächter der Rausschmeißer. Das war jetzt nicht irgendwie die Questgeberin, oder? Nee. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich gucke jetzt nochmal zusätzlich noch ihr. Weil es sieht irgendwie stark so aus. Ist wieder Minsk. Okay. Korgan flattern nun mal denn. Der blöde Zwerg macht das schon. Genau. Der blöde Zwerg macht das schon. So sieht's aus. Es sieht nämlich echt aus, als wäre das die Questgeberin, die wir noch gebrauchen könnten. Wenn ja, ist scheiße gelaufen. Und zwar so richtig scheiße. gerade nochmal gucken, ob sie da noch irgendwo ist. Ansonsten ruhen wir das Spektakel jetzt erstmal. Was? Hendok? Unwissender barbarischer Sklave. Ihr steckt hinter dem ganzen Chaos, oder? Ich werde euch die Haut vom Leibe ziehen. Es reicht, Schurke. Ihr besitzt mich nicht länger. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr niemanden mehr besitzen werdet. Ich habe eure höllische Kampfgrube jahrelang überlebt. Mit euch habe ich ein leichtes Spiel. Wir werden ja sehen. Oh, jetzt gucken wir denn jetzt mit zu, wie die sich abschlachten. Du misch ich mich nicht, ey. Ja, einen Vorschlag hast du zu machen, das weiß ich schon. Ah, da hat 40 Schadenspunkte bei Letinan gemacht. Bei Henda gemacht. So, ui. Ja, jetzt ist der gerade irgendwie nicht so gut dabei. Das sieht nicht so gut aus. Boah, heil denn mal. Ah, okay. Verbrennt in der Abyss. Einmal mehr schulde ich euch Dank. Ja, wie auch der andere, die ihr befreit habt. Ihr habt vor, den Ort als Ausgleich für meine Sklaverschaft zu übernehmen, um sicherzustellen, dass das nämlich geschehen wird. Ich wünschte, ich müsste drum nicht drum bitten. Aber es gibt noch weitere Aufgaben, die da werden muss. Die Sklavenhalter sind noch immer in großer Zahl in Atkakla, versteckt in ihrem Stützpunkt hier in des Slums. Sehen noch viele Kinder, die auch als Sklave dienen müssen. Ich müsste euch bitte die Stadt, Elfe allem von der Seuch zu befreien. Ja, was habt ihr denn vor mir für das together? Ich bin kein reicher Mann, aber Letinan war einer. In seiner Rede gibt's wahrscheinlich wertvolle Sache. Er mag nicht viel sein, aber das ist alles, was ich anbieten kann. Ah, la hopp. Ich wusste, ihr würdet mich nicht im Stich lassen. Das Sklavenhof ist nicht weit von hier. Aufgebocktes Schiff an der Ostseite von des Slums. Könnte riskant wäre, offen dort rein zu marschieren. Aber es gibt die Gerüchte über geheime Passagen zu den Kanälen, welche die Kupferkrone mit dem Sklavenhändlerstützpunkt verbindet. Aber ich weiß nicht, wo es sei kennt. Ich weiß nichts über die innere Verteidigungsanlage dort. Ich war nur mal kurz dort drinnen und das ist lang her. Jo, ich geh doch hier. Ich wünsche euch alles Gute. Okay. Was hat er denn mal geheilt? Mir flattern nochmal der Leichnam vom Letinan. Und ich habe wirklich die dumme Befürchtung, dass sie gerade gestorben ist. Das wäre sehr, sehr blöd. Okay, das sind 8-2 Sachen, die ich ganz gern behalte, Dad. So, jetzt muss ich gerade nochmal noch ihr gucken. Ich warte. Gute Idee, das ist jetzt schade um das Level von Abdel Adrian. Aber ich muss gerade nochmal reingehen. Wirklich. Nicht, dass die jetzt doch irgendwo kaputt auf dem Boden rumliegt und wir kriegen die Quest nämlich. Das wäre absolute Scheiße. Gerade nochmal gucken, ob die hier irgendwo rumschwirrt. Ich hoffe, das bringt was. Weil die bubbelt eben normalerweise immer A. So, jetzt gehen wir nochmal dort hier. In der Hoffnung, dass es sich hier nicht eingemischt hat und irgendwo unterwegs ist hier.
Weil wenn nicht, wenn die jetzt wirklich gestorben ist, dann habe ich in die Hose geschissen. Dann muss ich das in der Monei laden. Es sieht ganz so aus. Scheiße. Scheiße, das Mädel ist verreckt. Nicht so gut. Dann muss ich beim Quicksave wieder laden. Scheiße. Oh Jesus, oh Jesus. Ja? Ich hoffe, ist halt leider wirklich so. Sagt mir, was zu tun ist. Ich werde unbemerkt zuschauen. Ich kümmere mich drum. So, machen wir das nochmal. Eieieiei. Ja, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr blöd gelaufen gerade. Und gib ihm. Hab, gib ihm. Gut. Jetzt sind wir wieder so weit. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Und aller auf der Panther. Ja, das kann hin und wieder mal passieren, so ein Quatsch. Wisst ihr bleiben, wie das jetzt passiert ist. Ich hoffe, das klappt erstmal. Aber auf der anderen Seite können wir jetzt halt auch das ganze Gedöns überspringen eigentlich. So. Bärle. Komm schon. Eieieiei. Was wollt ihr, Oma? Wieder war gerade wirklich die Post ab. So, jetzt alle für Tiermeister. Du heilst Korkan, bitte. So, sehr gut. Meine Fresse. Okay, das nehmen wir wieder an uns. Das kommt zu uns, denn haben wir jetzt schon vorgelesen und identifiziert. Das geht wieder dort rein. Perfekt. Korkan, bitte vormarschiere. Ah ne, das ist unser Chef selber. Okay, alle auf den. Ich warte. Und du schießt mal ein bisschen mit dem tollen neuen Bogen. So. Und jetzt alle auf den Mino. Sehr schön. Ich glaube, mein Problem war, dass ich da wirklich zu lang gekockt habe. Und das war nicht so gut. Ich hätte schneller durchgehen müssen, glaube ich. So, noch einmal die Kinderbefreier. Zack. Ihr seid nicht von hier, das wüsste ich nämlich. Ja, das willst du nämlich. Und jetzt sagt noch einmal. Falls es wieder nicht klappen sollte, würde ich auch nochmal an der Stelle hier speichern. Ich darf nicht mit Fremden reden. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir das hier kriegen. Und zack. Ihr könnt das Spiel jetzt nicht sichern, na gut. Gucken wir jetzt nochmal, ob es da draußen ist. Ja komm, ich nehme jetzt nochmal so einen Schnelligkeitstrank. Oh, wer... Achso, der wollte mich attackieren, okay. Na dann. Können wir die ganze Kerle jetzt schon abmähen, oder wie? Hm, seltsam. Komm. Auf der anderen Seite hatte ich das auch noch nie, dass das Mädel auf einmal fort war. So, nochmal. So, machen wir das jetzt nochmal. Okay. Ah, da steht sie, jo. Deswegen. Ja, klar. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Die müsste hier in unsere Richtung gehen, damit sie hier aus dem Kampfgeschehen draußen ist. Das war so klar irgendwie. Scheiße. So, Mädel. Komm nochmal her. Ist jemand hier bereit, mich anzuhören? Nee, komm irgendwer. Schon. Ihr alle kennt mich. Ich habe vielen von okay, euch geholfen. Dann machen wir es anders. Ist das nun der Dank dafür? Ich habe vielen ich von hab euch schon geholfen. So machen wir das jetzt. Wir so. Nochmals. So. Die gehen dort hier. Und bevor die hier irgendeine Scheiße macht. Oh ja. Die ist im Kampf gegen den gestorben. Kein Wunder. Los. Was gibt's? Die helfen dem. Und Abdel Adrian hilft hier aus, dass sie nicht verreckt, weil die wird noch wichtig sein. Gut, dann haben sie auch abgeschlachtet. Also hierher. Gut.
Was wollt ihr? Und ihr Jungs helft jetzt. Ich bin dabei. Okay, das geht dann, der steht gerade drauf. Okay. Sodele. Ja, das war absolut kein Wunder. Wäre aber wirklich extrem heftig gewesen. Weil die Queste, die Nalia gibt, ist schon ziemlich gut. Und wenn ihr einen Kämpfer spielt, ist die Quest von Nalia sogar die Quest, die ihr braucht, um die Kämpferboni zu kriegen. Jede Klasse kriegt immer eine besondere Aufgabe, beziehungsweise seiner Klasse entsprechend nochmal Aufgabe. Und für den Kämpfer wäre es die Festung gewesen, die dann erobert wird. So, Dilla. Dann werde ich jetzt auch hier kriegen, ab der Adrian, komm. Na, da. Okay, der waschelt wieder zum anderen Typ. Die Kette nehmen wir jetzt mal ab. Ja. Und dann treffen wir uns da vorne wieder. Die Nalia lebt noch, das ist gut. So. Das kennen wir schon. Alles klar. Puh, Hauptsache sie lebt. Sie war anscheinend zu nur an der Geschehnisse dran und wollte dann gegen die Sklavenhändler vorgehen. Naja. Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. So, jetzt machen wir vorher nochmal das hier. Weil wir werden dann noch penne gehen. Und zack und zack. Moment, nee, da können wir sogar Rüstung des Glaubens noch einhängen. Gut. Nochmal das, das. Stärkung Gesang. Nochmal mittelschwere Wunden und Krankheiten heilen. Zack, zack. Und Tote beleben und Massenheilung. Sehr schön. Gut. Ach, Manometer, das war wieder gekaschbar. Sorry, Leute. So. Das sind wieder genau dieselbe Sache, die ich auch vorhin gesagt habe. Jetzt haben wir Level wieder. Jetzt steht auch noch der Wirt auf dem Leichnam vom Letinan drauf. Das ist nicht so gut. Stufen wir erstmal auf. In Fallen finden, haben wir gesagt, wollen wir investieren und in leise bewegen. Sehr schön. Fähigkeitspunkte habe ich leider jetzt nicht gekriegt. Und ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr haben wir auch noch gekriegt an Gesundheit. Sehr schön. Die Sagenkunde wahrscheinlich auch nochmal erhöht. Geh weg, Speckmann. Geh doch. Geh doch. So, zack und zack. 1287 Goldmünze nehmen wir auch liebend gern. Und jetzt retten wir mal mit dem Speckmann. Bei mir ist das Bier billig. Genau. Ich hab nicht viel Zeit, um mich zu unterhalten. Ihr lauft alles wie üblich. Wenn ihr etwas benötigt, dann fragen einfach. Ja, weil uns der Händler keine Ermäßigung versprochen hat, den ich mal gern sehe, was ihr überhaupt anbieten, du. Und zwar, den ich auch erstmal ganz gerne meinen Krusch verkaufe. Von denen behalte ich noch einer. Irgendwie habe ich immer im Hinterkopf, dass man die später noch für schmiedbare, legendäre Gegenstände gebraucht. Deswegen lasse ich das Mosaik genauso wie der Diamant. Weil ich glaube, man braucht später zum Schmiede so Zeug. Södele, in der zweite Beutel kam nix. Da haben wir noch der Winterwolfpelz, dann können wir für 150 verticken oder stinkt dann mal kurz Bogen noch was Zivener. Stabschleuder kann, naja, sollte erstmal bleiben. Schienepanzer und Helm kann aber fort. Und hier haben wir ein paar Schriftrolle, die fort können. Die bleiben erst einmal, das kann fort, das kann fort. Furchtbann bleibt Amor, Stein zu Fleisch bleibt, Nischruhen, tödlicher Nebel bleibt, bitte, ach alles. Das ist alles Zeug, was der Edwin dann lernen kann. Kompositlangbogen, der kann fort. Und der Helm, der kann auch fort. Gut, jetzt gucken wir mal, was die Art zu bieten hin hier. Ich mag gerade mal bei der unteren Gegenstände reingucken, weil da immer interessante Sachen dabei sind. Ja, ihr seht schon hier, die Zauber sind sehr, sehr gut. Gerade Silber. Aber die können wir derzeit noch nicht gut gebrauchen. Gucken wir gerade nochmal. 4090 Gold Hämmer derzeit. Ja, das andere kann man noch nicht wirklich gebrauchen gerade. Das ist unnütz. Okay. Aber das wäre etwas, was wir eigentlich sehr gut gebrauchen könnten. Steinaxt plus 3. Streitaxt plus 3. Steinfeuer. Das ist etwas, was wir für Korgern sehr, sehr gut gebrauchen können. Das macht plus 3 Schaden. Allein schon, weil es eine plus 3 Waffe ist. Und dann nochmal plus 2 durch Feuer. Sehr, sehr geiles Ding. Der Steinfeuer-Clan war ein alter, ehrwürdiger Zwergenclan und das älteste männliche Mitglied des Clans trug diese Waffe. Sie war ein Erbstück von höchster Wichtigkeit. Der Clan wurde tragischerweise im Jahr 1150 TZ dezimiert und fiel in nur 2 Jahren einer mysteriösen Seuche zum Opfer.
Ulgan, der Hüter der Axt, floh, um seinem Schicksal zu entgehen, doch er starb nur wenige Wochen später. Man fand seine Leiche im Mantelwald, doch die Waffe war verschwunden. Und der Mantelwald ist eine Gegend, die man in Baldur's Gate Ends bereisen kann. So, das Ding jetzt beispielsweise, das ist nur, ach hier, nur kann nicht verwendet werden von Charakter neutraler oder böser Gesinnung, weil das Ding hier Azurklinge plus 3 auch nur für gute Charaktere ist. Ja, aber gegen Untote wirkt es halt recht gut. Ja, die zielsuchende Schleuder plus 2 wäre was sehr Gutes für Anomen. Und dann hätte man noch hier die Waffe des Fleischers plus 2. Erhöht die Stärke des Trägers auf 18. Die brauchen wir auf jeden Fall. Deswegen kaufe ich das Ding jetzt schon, aber nicht für Anomen, interessanterweise, sondern für Vikonia, die wir uns auch gleich besorgen werden. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was ich hier noch an Scheißdreck verkaufen kann, der nicht so wichtig ist. Ja, ugern. Das Chaos-Schwert verkaufe ich wirklich sehr ugern. Ansonsten kommen wir einfach nochmal später wieder und holen uns das Zeug, was wir gebrauchen können. Oder wir machen noch, da wir sowieso von deinen Dingern noch ein paar Kriege wären, verkaufen wir den Schampel. Ah, Mist, sorry. Wo ist denn der Speckmann jetzt hier? Da ist er. Bei mir ist das Bier billig. Genau. Und jetzt holen wir uns tatsächlich nochmal diese Schleuder. Die können wir nämlich wirklich gut gebrauchen. Da ist er. Zielsuchende Schleuder plus 2. Im Gegensatz zu den meisten anderen Schleudern ist es bei dieser Schleuder möglich, die eigene Stärke beim Wurf effektiv umzusetzen. Dadurch gewährt die Schleuder den Schadensmodifikator für hohe Stärke. Zusätzlich ist die Schleuder magisch und verfügt über eine erhöhte Treffsicherheit und einen erhöhten Schaden. Die Fähigkeit der Schleuder, die Stärke des Schützen umzusetzen, beruht jedoch nicht auf Magie, sondern auf dem geschickten Entwurf der Waffe. Sehr, sehr schön. Schaden plus 2, Schadensmodifikator für hohe Stärke. Das heißt für Anomen absolut perfekt, das Ding. So, dann nimm du das Ding, schmeiß es fort, weil Anomen hat eine Stärke von 1852. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Das Ding müssen wir behalten. Und wir persönlich holen uns jetzt erstmal Vikonia in die Gruppe. Moment, wie ist dann unser Ruf so derzeit? Gerade mal gucken. Unser Ruf müsste eigentlich bei 10 oder so sein, ne? Weil Vikonia ist halt ein Drow. Und ein Drow, ah ja, Durchschnitt, okay. Und ein Drow in der Gruppe zu haben, verschlechtert halt unseren Ruf. Um 2 Punkte permanent, solange sie bei uns in der Gruppe ist. Deswegen, ja, ne? Ist schon geschehen. Aber wir machen das jetzt erst einmal. Ich mache jetzt mal hier an der Stelle einen Quick Save nochmal. Und dann schauen wir mal. Vikonia befindet sich im Tempelbezirk. Die brauche ich auf jeden Fall. Ich mag jetzt mit 4 Mitgliedern eigentlich reisen. Edwin kriegen wir im späteren Verlauf noch. Ne, Quatsch, das war nicht der Tempelbezirk. Dummes Zeichen, das war im Regierungsviertel. So wird ein Shoot raus. Nochmal. Hoffentlich ohne attackiert zu werden. Sehr gut. Ich sorge für Ruhe und Ordnung. Im Namen des Konzils. Halt, lass neue Waffe fallen und halt neue Hände und Finger so, dass ich sie immer sehen kann. Seid ihr sicher, dass sie dazugehören? Die schauen gar nicht so aus. Ich bin nicht bereit, irgendwie zu riskieren. Ihr habt gesehen, was mit der Kommandante passiert ist. Sehen wir, wie sie ausgerüstet sind. Sie könnten es gewesen sein. Jetzt beruhigt euch mal, Soldat. Ich gestatte, dass ihr nach Leid einfach so beschuldigt, wenn ich das Kommando hab. Sir, ich wollte doch sicher gehen, dass sie eine Bedrohung darstellen. Das sind ja die Leute, nach denen wir suchen. Ich bin mir doch sicher, wir verursachen nur Panik, wenn wir jeden beschuldigen. Ihr du! Habt ihr in letzter Zeit irgendetwas Seltsames oder Verdächtiges gesehen? Auch gesehen von euren 2 Freunden hier? Nee, nicht wirklich. Im Moment werden wir nicht verdächtig und daher gibt's auch keinen Grund für derartige Einstellungen. Ich habe euch eine einfache Frage gestellt und ich würde gerne Antwort erhalten. Ja, wo noch suchen wir eigentlich? Es gab Berichte dort davor, dass auf der Straße in der Nacht zur Auseinandersetzung kam. Dass es auf der Straße in der Nacht zur Auseinandersetzung kam. Angeblich hat es mit der Schattengilde und um ihre Rivale zu tun. Wenn ihr etwas sehen, halt nicht davon fern. Es gibt bereits genügend Leute, die einfach so verschwunden sind, obwohl sie nichts mit der Angelegenheit zu tun haben. Ich mag nicht noch mehr Leid suchen müssen. Treiben euch in der Nacht nicht auf der Straße rum, Bürger. Anständige Leid schlafen ohne hier um die Zeit. Und ich lieb die Musik in dem. Im Adelsviertel. Im Regierungsbezirk. So. Schaut alle
auf diese üble Drow, die wir hier gefesselt haben. Sie ist eine Kreatur des Bösen und der Dunkelheit, meine Brüder. Eine Kreatur der Finsternis und des Verrats. In ihrem Herzen brennt nur der Wunsch, uns zu zerstören. Diese Kreatur war so närrisch, hierher zu kommen, meine Brüder. Sie dachte, dass wir in unserer Wachsamkeit nachgelassen hätten. Sagt mir, meine Brüder, was soll mit ihr geschehen? Verbrennen! Wie hirnlos, verbrennen! Verbrennt sie! Verbrennt die Drow! Verbrennt die Elfen! Ihre dunklen, finsteren Brüder stiegen aus ihren unterirdischen Löchern empor und haben meinen Vater und meinen Bruder getötet! Sie sind alle böse! Ich weiß es! Alle! Der hat auch die Stimme vom Korgan und wie schä. Dann soll die Drow brennen! Versammelt euch um mich, meine Brüder, und ihr werdet Zeuge von Beshabas Triumph über das üble Böse! Na, scheint, dass die Dunkelelfin gefangen genommen war, ist und kurz davor steht, abgefackelt zu war. Sehr gut! Solches Schicksal hat das Scheusal verdient! Was ein Arschloch! Rivin, seid verrückt! Ich habe keinem von euch was getan! Sie sagt selber. Ich will einfach nicht belästigt werden! Warum habt ihr das getan? Warum? Du hast nichts getan! Du bist doch eine Drow! Das reicht doch wohl! Reizend! Du sollst schweigen, Kreatur des Bösen! Heute wirst du Zeuge der Macht der Unglücksmaid! Jawohl! Ich sage, verbrennt sie! Verbrennt sie! Nein! No! Olot Blüngjall! Speie nur deine finsteren Sätze aus, Drow, wenn du nicht anders kannst. Aber bereite dich auf die Reise in die nächste Welt vor. Flehe um Vergebung, flehe um Erlösung und hoffe, dass das reinigende Feuer deine verdorbene Seele zu retten vermag. Nett. Gehen wir doch mal hier zu der Sache hier. Schade. Meine Erlösung liegt in deinen Händen. Wartet. Ich kenne euch. Abdel Adrian, ich bin's, Viconia de Vir. Ihr müsst euch an mich erinnern, mein Leben hängt davor ab. Bitte, Abdel Adrian, ich flehe euch, rette mich vor deiner Verrückter. Na gut, machen wir doch. Ihr seht der Elfe, ne Drow, um genauer zu sein. Sie ist an einem Pfahl gebunden und von einem Mob von Leuten umgeben. Ab und zu hört er das Schreie wie, verbrennt sie! Angst und Furcht spiegeln sich ab und zu auf dem Gesicht von der Drow wieder. Die verzweifelt versucht, ihr Fassung zu bewahren. Ihr könnt sie losschneiden, aber das wird die aufgebrachten Mosse sicherlich verärgern. Mir egal. Gepriesen sei die Göttin. Ihr geht, Dank für euer ohne zu zögern, zum Pfahl und befreit die Frau. Der Zorn von dem bewaffneten Mob wendet sich jetzt gegen euch. Was macht ihr da? Warum wagt ihr es euch in das göttliche Schiedsgericht von Beshaba einzumischen? Wie kann das Volk sonst ihren Willen sehen? Die finstere Kreatur hat Verbündete. Es sind Verbündete der Drow. Interessiert keinen. Nein! Ich werde das nicht erlauben. Die Drow muss sterben. Rennt um euer Leben! Ja, mach das mal. Wir schnetzen jetzt mal den hier ab. Um die ist es eh egal, um die Leute hier. So. Für Fanatiker habe ich sowieso nichts übrig. Gut, als drauf auf den Kerl. Gott, der ist schon mal weg. Korkan, der nervt. Der nervt gerade immens. So. Boah. Bisschen heile mal durch den Trank. Dann kann es weitergehen. Ja, genau. Der kreischt ja nur Ehre für Arm. So. Heieiei. Jetzt sauft ja noch einen Trank, der Drecksack. Gut, Korgan. Und später schlitz ich euch den Bauch auf. Großartig. Okay, das Ding ist ein Stufe 7 Zauber. Ach, den bewahren wir mal auf für Edwin. Zeigt die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Nun schaut mal erst dort hier. Das mache ich nämlich an, mal kurz flattern das Zeug. So, das ist eine Kugel plus 1. Ja, und unser guter Anomen scheint auch ein ziemlicher Fanatiker sei, um ganz ehrlich zu sein. Gott. Komm, der Rede wert. Ich verdanke euch mein Leben, Abil. Ihr habt mich schon wieder gerettet. Ich habe ihren Angriff wirklich nicht herausgefordert. Ich ging durch die Stadt, als mich ein Mann trotz meiner Verkleidung erkannte.
Ich war überrascht und er hat noch andere gerufen, während er meine Identität offenbart hat. Ich nehme an, sie hätten gedacht, ich sei hier, um sie auszuspionieren. Dummkepp. Sie bekommen so schnell Angst, die Rivin. Aber komm jetzt, wir müssen schnell aufbrechen, wenn wir nicht mehr an dem Pöbel anlocken wollen. Ich verabscheue die Barbare zu sehr, um mich hier aufzuhalten. Es wäre sowohl ein Privileg als auch eine Ehre, mich euch anzuschließen, Abdel Adrian. Was sagen da zu meinem Vorschlag? Ich hatte damit gerechnet, dass die Drow so beeindruckend sein wird. Wunderschöne Kreatur, das Ding, wenn auch, wie ich höre, ohne jede Gefühlsregung. Bringen sie oder schickt sie weg. Mir ist das gleich. Die letztendliche Entscheidung fällt Abdel Adrian. Zeigt Rückgrat, Abdel Adrian. Nehmt mich mit und ich werde an eurer Seite kämpfen. Zusammen werden wir alle vernichten. Ja, ich halte euch für Bereicherung für unser Sach. Khalees Usar, Bild von einem Streiter, ein lebhafter Kampf und das erbarmungslose Abschlachten unserer Feinde wartet. Schatlumala. Ja, ich will aber Irenikus jagen. Gut, ich habe nicht viel zu tun. Eure Jagd auf den Magier könnte sich als nützliche Ablenkung erweisen. Man macht gehört euch, Abdel Adrian, solange ihr wollt. Ruf der Gruppe hat sich verschlechtert um 2, wie ich schon gesagt habe. Jetzt sind wir derzeit auf Ruf 8, müssten wir jetzt sein. Unbeliebt, sehr schön. Das wollten wir doch haben, unbeliebt. Gut, dann kriegst du das Dingens, Vikonia. Aber, nee. Ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle einen Cut. Und das machen wir morgen bei Let's Play Baldur's Gate 2. Schatten von Arm, auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yenke.